der nächste Kultur, der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Messlatte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, man nimmt eine Standing Ovation, aber ich denke, was wir hier vor uns haben, ist ein Standing Ovation Applaus wert. Herzlichen Dank an den SV Buchsheim und vor allem an Alfred Spät und sein Team für 4 Jahre lang hervorragende Bewegung. Bitte. Vielen Dank, Buchsheim und bei den Durchstand. Wir werden sicherlich noch wieder herkommen. Und damit kommen wir zu den Majoritäten im Finale. Wir sehen an Tisch 1 das Finale im Damen-Doppel. Und dort stehen sie gegenüber Franziska Steiner und Laura Wiesenbrunner. Und sie treffen auf Katharina Michailova und Naomi Trankovic. Das Damen-Doppel steht unter der Leitung von Rita Lindner und ihr zur Seite steht Karin Riesch. Und dann zum zweiten Finale der Herren Einzel. Dort treffen aufeinander Nico Witz und Marius Kraus. Und dieses Spiel wird geleitet von Rita Zahl und ihm assistiert Horst Lange. Der Chef der bayerischen Tischtennis-Schiedsrichter Joachim Zahr. Und die haben wir bisher noch nicht so richtig erwähnt, deswegen von mir Standing Ovations. Großartige Arbeit geleistet, Gerhard Maurer als Leiter der Schiedsrichtertruppe bei diesen bayerischen Meisterschaften. Vermisst haben wir die Margit Mörtl, den leider viel zu früh verstorbenen Horst Mörtl sowieso, den vermissen wir seit einigen Jahren. Also, toll, wer Schiedsrichter werden möchte, dringendst informiert euch, wo sind die nächsten Lehrgänge. Ich kann euch sagen, ich bin in diesem Jahr 40 Jahre Schiedsrichter und das habe ich überhaupt nicht bereut. Traumjob und man tut noch was Gutes, Stichwort Ehrenamt. Wenn man es weit genug bringt, dann darf man auch mal bei Timo Bolzen oder bei Dimitri Ovtcharov oder bei den internationalen Größen. Und das bedeutet immer tolle Erlebnisse, tolle Erfahrungen. Werdet Schiedsrichter. Also, wer sich berufen fühlt. Und jetzt gibt es das Herren-Einzelfinale und auch das auf YouTube unter Reinhard Steinbrecher. Buxheim 2018. Dr. Nico Christ, TV Hildbolstein gegen Marius Zaus, DJK Feldrich, Zaus dritte, Nico Christ zweite, Tischtennis Bundesliga.